Wir machen eine Ausgabe über inspirierende Menschen. Wen? Mr. Rogers. Hallo Nachbar. Der beliebte Kindermoderator im Fernsehen. Es ist so schön, dich heute wiederzusehen. Ich arbeite hier für Sie als investigativer Journalist. Ich schreibe keine Lobeshymnen. 400 Worte. Seien Sie nett. Mr. Rogers, ich soll Sie interviewen. Wie schön, Sie kennenzulernen. In dieser Ausgabe geht es um Helden. Halten Sie sich selbst für einen Helden? Nein, gar nicht. Oh, ich mag das. Ich bestand darauf, dass er vorher Ihre Artikel liest. Und, hat er? Jeden, den wir finden konnten. Alles okay. Ich schreibe über Mr. Rogers. In unserer Sendung versuche ich, durch die Kamera in die Augen eines einzelnen Kindes zu sehen. Er ist so ziemlich der netteste Mensch, den ich je getroffen habe, aber vielleicht ist alles nur gespielt. Lloyd, bitte, ruinier nicht meine Kindheit. Menschen stehen Schlange, um ihnen von ihren Problemen zu erzählen. Das muss eine große Belastung für sie sein. Manchmal müssen wir um Hilfe bitten. Und das ist okay. Sie lieben gebrochene Menschen, wie mich. Ich denke nicht, dass sie gebrochen sind. Wir müssen den Menschen zeigen, dass jeder einzelne von ihnen wertvoll ist. Ton ab! Daniel, bist du bereit? Bin bereit. Danke, Daniel. Hat sie gerade mit der Puppe geredet? Bitte nicht reden.